Haben wir keinen richtigen Kaffee mehr? Der ist nur schlecht für die Magenschleim heute. Hallo, ich bin Ash Benton. Ich bin Angestellter in einer Detektei. Die drei Senioren, das sind meine drei Chefs. Erster Detektiv, Julian Parks. Julian hat recht. Lieber Durchfall vom Tee als Bauchschmerzen vom Kaffee. Zweiter Detektiv, Cameron Joyner. Das ist nicht hilfreich. Recherchen und Rechtschreibkorrekturen, Doreen Mannheim. Sitzt du etwa schon wieder in meinem Massagesessel? Das ist nicht dein Massagesessel. Der ist Eigentum der Detektei. Ich habe ein Anrecht, hier zu sitzen. Ich habe den Sessel von Miles Devon bekommen. Ja, als du im Namen der Detektei unterwegs warst. Die drei waren früher in ihrer Jugend ein sehr bekanntes Junior-Detektiv-Trio. In unserem Kühlschrank lagere Allgemeingut der Detektei, hä? Natürlich. Was? Bis die Freundschaft zerbrach. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es hakt ja wohl. Ach Leute, kommt runter. Doch die drei kamen wieder zusammen. Geh endlich aus meinem Sessel raus, Julia. Das ist nicht dein Sessel. Obwohl ich nicht sicher bin, dass das hier nicht nur eine Auflage ihrer Psychodocs ist, um irgendetwas wieder zurechtzurücken. Höchste Massagestufe. Sehr gerne. Das hast du jetzt. Aber manchmal sind die drei Rentner noch richtige Kindsköppe. Nein. Gemein ist, wenn wir beide jetzt zum Einkaufen fahren und Julian in seinem Sessel hier zurücklassen. Das ist eine gute Idee. Wir haben keinen Kaffee mehr. Und ich würde dann aber gern noch kurz auf den Friedhof Blumen vorbeibringen. Komm, gehen wir los. Willst du mit, Ash? Sie brauchen mich bestimmt nur zum Tragen der Einkäufe. Natürlich. Schließlich bist du hier nur der Praktikant. Ich mag sie trotzdem. Alexis! Alexis! Stopp! Sehr gerne. Also das war echt der Hammer. Ich glaube, dieses Quartal kann ich mir den Gang zum Chiropraktiker sparen. Friedhöfe. Ich hasse Friedhöfe. Ich meine, wir müssen ja alle mal gehen. Aber seit dem Fall mit der Sektenanführerin Justine Costello, bei dem ich in eine Gruft einbrechen musste, sind Friedhöfe noch weniger anziehend als sowieso schon. Wie steht's denn mit euch? Ich fühle mich hier unwohl. Ach, Ash, du machst dir doch wohl nicht immer noch Sorgen wegen des Einbruchs in die Gruft. Natürlich. Aber das ist Monate her. Aber wenn die Überwachungskameras hatten und die biometrische Erkennung mich jetzt identifiziert. Auf Grabschändung stehen 10 Jahre Knast. Wir haben es doch geprüft. Es gibt hier keine Kameras. Sind Sie sicher? Natürlich. Also du kannst ganz beruhigt sein. Außerdem stehen auf schwere Grabschändung 15 Jahre Haft. Aber wir würden dir ein gutes Zeugnis ausstellen. Du warst der beste Praktikant, den wir je hatten. 15 Jahre? Cam, ich bitte dich. Na gut, wir würden dich vermutlich auch 1 bis 2 Mal im Gefängnis besuchen. Gefängnis? Ja, wenn du nicht in Einzelhaft sitzt. Einzelhaft? Quäl ihn doch nicht so, Cameron. Ash, sie zieht dich nur auf. Ehrlich? Aber natürlich. Es sind wirklich nur 10 Jahre Gefängnis und nicht 15.